Hallo, heute gibt es mal wieder ein Indoor-Video. Gestern war ich ja draußen beim Filmen, heute schneit es, haben wir einen schönen Schneesturm, sehe ich von draußen aus dem Kellerfenster. Und zwar habe ich mich entschlossen, dass ich heute mal wieder eine Uhr vorstelle, und zwar meinen letzten Neuzugang nach der Orient, die ich letzte Woche vorgestellt habe. Und zwar ist es eine Parnes Fliegeruhr. Deswegen das Outfit hier. Bisschen Luft, passend zur Luftwaffe. Und diese Parnes Fliegeruhr ist auch wiederum aus China. Die hat ein Seagull 6497 Uhrwerk drin. Das ist ein Klon von dem Unitas-Werk, das in vielen Uhren früher verbaut war. Hauptsächlich auch in Taschenuhren. Ich habe hier zum Beispiel eine, da ist dasselbe Werk drin. Das ist so eine Molnia-Taschenuhr. Oder auch diese große Armbanduhr, das ist eine russische Uhr. Die hat dieses Uhrwerk drin. Und deswegen habe ich schon gewusst, diese Werke laufen nicht schlecht. Und ich habe mir die Uhr gekauft, wiederum gebraucht natürlich. Man kann die wohl günstig kaufen, wenn man da bei so chinesischen Plattformen bestellt. Da gibt es sie von Haus aus günstig. Ich kaufe die immer gebraucht, meistens von irgendwelchen Privatleuten, die sie wieder loshaben wollen, weil sie die Sammlung verkleinern, pipapo. Ich habe gezahlt für die Uhr 65 Euro. Ich trage sie jetzt seit ein paar Tagen, mache sie jetzt mal runter, dass ihr den ersten Blick drauf werfen könnt. So sieht die aus, hat kein Branding auf dem Zifferblatt, also schön nackt, hat ein Handaufzugwerk mit 17 Steinen und einer sogenannten Schwanenhalsfeinregulierung. Dann schaut euch die Krone an, diese Zwiebelkrone. Das ist auch so ein typisches Designmerkmal von alten Fliegeruhren, dass man die auch mit Handschuhen aufziehen kann unter dem Flug, weil ja kein automatischer Aufzug und kein Quarzuhrwerk. Die hat einen Durchmesser von 43 mm ohne Krone. Die kleine Sekunde ist bei 9 Uhr, könnt ihr hier sehen, hat ein gewölbtes Mineralglas, das habe ich überprüft mit der Wassertropfenmethode. Ich habe keinen so einen Diameter, da gibt man einfach einen Tropfen Wasser auf die Glasoberfläche und wenn das Wasser verläuft, dann ist es ein Mineralglas und wenn es sich zusammenzieht zu so einer haubenförmigen Tropfen, dann ist es ein Saphirglas, da kann man das ohne Material zu zerstören, ganz einfach testen. Die Uhr hat auch einen Glasboden. Ihr könnt das sehen. Und die Teile vom Werk haben so einen Genfer Schliff. Die Schrauben auf den Brücken und so sind gebläut. Das sieht also alles sehr schön aus, finde ich. Da kann man ab und zu mal einen Blick drauf werfen, das beruhigt. 21.600 Schwingungen macht die, Vibrationen, Klicks, wie man auch immer sagen will. Die läuft sehr genau. Ich habe die Uhr jetzt seit ein paar Tage drauf, mit einer minimalen Sekundenabweichung am Tag. Die läuft genauer als die Orient, wo ich letztes Mal vorgestellt habe. Also mit der bin ich mehr wie zufrieden. Ich habe die seit Freitag, glaube ich, drauf und habe sie nicht mal einmal nachstellen müssen. So genau läuft die. Auf ein paar Sekunden, sagen wir mal 2 Sekunden, 3 Sekunden am Tag. Je nach Lage läuft die genau. Das dicke Lederband ist auch dabei, wenn man die kauft, die Uhren. Das ist sehr massiv, das Band, könnt ihr sehen. Es dürfte eine Zeit lang halten. Da gibt es übrigens einen Uhrenkanal, DIY Uhrenbauerkanal auf YouTube. Der hat dieses Werk, diesen chinesischen Unitas-Klon mal zerlegt. Hat sich die Teile angeschaut, die Fertigkeitsgenauigkeit, hat die in allen Lagen auf der Zeitwaage gehabt und der war sehr zufrieden mit dieser Uhr. Das Video habe ich mir vorher angeschaut, bevor ich mir die gekauft habe. Es ist keine kleine Uhr, man braucht also schon ein bisschen Handgelenk, also für eine Dame ist es nichts vom Durchmesser her. Eigentlich wollte ich diesmal ganz eine kleine, 36 mm, aber habe ich dann doch für die große entschieden. Wenn man sie dann live sieht, dann denkt man sich schon, ganz schönes Spiegelei. Aber das Taschenuhrenwerk am Handgelenk, das will irgendwo verbaut sein.
Das war's auch schon wieder. Jetzt werde ich noch ein bisschen drüber filmen, dass ihr die noch mal im Detail ein bisschen anschauen könnt. So beim Hinhalten geht vielleicht das eine oder andere verloren. Dann nehme ich dann das Kamera in die Hand. Ich finde schon, das ist eine Uhr, die sich sehen lassen kann. Und was ich noch sagen muss, sie baut sehr flach. Schlupft also gut in den Ärmel rein, trotz ihrer Größe. Diese Taschenuhrenwerke sind nicht so hoch gebaut, haben nicht so viele Brücken. Was sie noch hat, hier steht eine Limitierungszahl drauf. 1000 Stück sollen da gebaut worden sein, ob es stimmt. Wahrscheinlich ist das bloß ein kleiner Trick. Und das ist die Nummer 117. Ist natürlich nichts zum Schwimmen, keine verschraubte Krone. Würde ich nicht ins Wasser anziehen, aber sonst glaube ich, ist die recht belastbar. Also jetzt schauen wir uns im Detail an. Hier seht ihr das Zifferblatt nochmal in einem schönen Schwarz. Ach ja, was ich noch vergessen habe zu erwähnen, diese Leuchtmasse, die ist zwar auf den Indexen drauf, aber die ist jetzt nicht so stark wie bei einer Seiko zum Beispiel oder bei einer Steel Dive. Die leuchtet wohl in der Nacht ein bisschen nach, aber nicht so lange und nicht so kräftig. Das ist vielleicht ein kleines Manko an der Uhr. Da hätte man sich vielleicht gewünscht, dass man eine kräftige Leuchtmasse aufträgt. Da ist wieder die kleine Sekunde. Finde ich auch ganz schick irgendwie, mal was anderes. Die läuft hier auf der 9 Uhr. Und hier die Zwiebelkrone. Die kann man also wirklich wunderbar aufziehen. Was ja bei einer Handaufzuguhr wirklich Sinn macht. 22 mm Bandanstoß, dickes Lederband, richtig massiv, baut sehr flach. Und hier könnt ihr dieses Seagull-Werk sehen, dieses 6497, wie sie das nennt, also ein Nachbau oder Klon oder sagen wir mal, von dem Panis Uhrenwerk, von dem Unitas Uhrenwerk. Ihr seht auch diesen Genfer Schliff auf den Brücken. Die Steine, 17 Stück an der Zahl. Und die gebläuten Schrauben, den verschraubten Glasboden. Hier die Limitierungszahl nochmal. 117 von 1000.